Wenn ich die Anzeige sehe, dann bleibt bei mir nur hängen, quäl mich. Und dann überlege ich mir im nächsten Moment, wenn ich wirklich alles verkehrt mache, was man beim Metallbohren mit so einem Bohrer verkehrt machen kann, überlebt der das? Das sind zwei Ruco Spiralbohrer Ultimate Cut aus HSSCO. Ist wirklich was ganz Besonderes. Die haben keine normalen Schneiden, die haben eine sogenannte Flow-Step-Spitze. Gucken wir uns auch noch genauer an. Wir machen heute mal Folgendes mit diesen Bohrern. Wir machen einfach mal alles verkehrt, was man beim Bohren von Metall verkehrt machen kann, womit man sich sonst wirklich immer den Bohrer ruiniert. Mir geht es dabei um zwei Sachen. Erstmal, wenn einer sagt, quäl mich, dann quälen wir den auch mal richtig. Und auf der zweiten Seite wollte ich schon lange mal ein Video machen, wo man wirklich sieht, was sollte man beim Bohren von Metall wirklich unbedingt beachten und was sollte man beim Bohren von Metall nie machen. Und ich frage mich, überlebt der Bohrer das? Ich habe auf jeden Fall auch den absoluten Endgegner besorgt und werde gucken, ob dieser Bohrer das übersteht. Ganz grundlegend sollte ich mir bei einem Werkzeug immer die Gedanken machen, für welche Werkstoffe ist dieses Werkzeug überhaupt geeignet. Ich habe hier vorne eine grundlegende Angabe. Ich habe aber auch, wie das bei den meisten höherwertigen Werkzeugen ist, auch ein Datenblatt, wo ich genau sehe, welches Material kann ich mit diesem Bohrer bohren. Ich habe mich hier für den 8,5er Bohrer entschieden und ich habe hier die verschiedensten Werkstoffe. Ich habe aber noch ein paar mehr Sachen, die werden wir nachher auf den Tisch holen. Wir fangen erstmal gemütlich an mit ganz normalem Baustoff. Stahl und mit Edelstahl, Chromnickelstahl 1.4571. Wenn ich mir den Bohrer angucke, habe ich hier so ein paar Besonderheiten. Das heißt, ich habe hinten einen abgesetzten Schaft. Der soll gewährleisten, dass mein Dreibackenfutter diesen Bohrer deutlich besser aufnimmt. Das finde ich sehr, sehr sinnvoll, weil das dient natürlich zu einer deutlich besseren Kraftübertragung und selbst bei härtesten Anwendungen wird der Bohrer in dem Fall dann nicht mehr durchrutschen. Also das wäre eine wünschenswerte Entwicklung, dass viel mehr Bohrer sowas haben. Die zweite Besonderheit ist hier die Spitze. Das ist eine sogenannte Flow-Step-Spitze. Sowas findet man mittlerweile bei verschiedenen Herstellern. Oft wird das als Tornado-Bohrer oder Tornado-Spitze verkauft. Hier oder Tornado-Schneide gibt es auch. Damit soll man deutlich besser und schneller und effizienter anbohren können. Und man soll aufs Ankörnen verzichten sollen. Der Bohrer soll nicht weglaufen können. Also gibt es wahrscheinlich verschiedene Vorteile. Ich sehe natürlich auch mal den Nachteil, wenn ich mir so eine Spitze ruiniert habe, sowas kann ich in der Form so einfach nicht nachschleifen. Das heißt im Prinzip, was mache ich, wenn der Bohrer kaputt ist vorne mit der Spitze? Ich kann den Bohrer nur runterschleifen, kann mir als ganz normalen Spiralbohrer anschleifen. Der häufigste Fehler beim Bohren von Metall ist wirklich eine falsch gewählte Drehzahl. Und das ist natürlich dann immer eine immense Belastung für den Bohrer. Bei einer extrem zu hohen Drehzahl glühe ich mir den Bohrer auch sehr schnell aus. Das heißt, ich habe eine Schnittgeschwindigkeit, je nachdem welchen Werkstoff ich verarbeite. Und ich habe einen Durchmesser von meinem Bohrer. Man kann immer sagen, je kleiner der Bohrer, desto höher die Drehzahl. Je größer der Bohrer, desto geringer die Drehzahl. Es gibt dafür die verschiedensten Tabellen für die verschiedensten Werkstoffe, da kann man das rausnehmen. Man kann das natürlich auch nach Tabellenbuch ausrechnen oder es gibt im Internet auch verschiedene Rechner, wenn man da einen sehr speziellen Werkstoff hat. Und so kann man sich seine Drehzahl anpassen. Was passiert nun aber, wenn ich eine völlig falsche Drehzahl wähle? Hier gibt es jetzt zwei Extreme. Ich gucke einfach in meine Tabelle. Für meinen 8,5 mm Bohrer bin ich bei 800, 850 Umdrehungen die Minute, die ich hier normal wählen sollte für den Werkstoff. Jetzt fange ich hier einfach an zu bohren und nehme nur 400 Umdrehungen die Minute. Der Bohrer schafft das, das ist für den kein Problem, aber die Drehzahl ist natürlich nicht ideal und somit ist hier auch die Spanbildung, das sieht man schon, nicht effizient und ich muss mich natürlich mit meinem kleinen Akkubohrer hier richtig quälen, um hier in diesen 6 mm Stahl ein Loch reinzukriegen. Und das fängt natürlich bei vielen schon an, man muss sich unglaublich quälen, Belastung für das Werkzeug ist auch deutlich höher, aber eine zu niedrige Drehzahl ist meistens nicht der Tod für das Werkzeug, kann man so mal ausdrücken. Von wegen, das ist meistens mehr eine Quälerei für den Anwender. Also es ist nicht effizient, es dauert viel, viel länger. Für eine 6 mm Stahlplatte hat das hier auch noch vom Verhältnis her wirklich gut geklappt. Aber wenn ich jetzt eine sehr hohe Drehzahl nehme bei diesem 8,5 mm Bohrer, das heißt, ich habe volle Kanne genommen, das sind 2200 Umdrehungen nach Herstellerangaben. Und wenn man jetzt sieht, wenn man hier bohrt, das wird schon warm. Es raucht da alles, es ist keine richtige, vernünftige Spanbildung. Das ist eine extreme Belastung für den Bohrer. Und so kann man seinen normalen Bohrer relativ schnell ausglühen. Ich kann das hier mit dem
Bohrer sicherlich machen. Das wird der eine Zeit lang mitmachen. Aber die Standzeit des Bohrers, also wie lange ich den wirklich einsetzen kann, die wird dann natürlich deutlich kürzer werden. Man sieht hier sogar, manche Späne sind richtig blau angelaufen. Da kann man sich vorstellen, was für eine Temperatur da vorherrscht. Also das ist sicherlich nicht ideal. Und das ist einer der häufigsten Fehler, den ich immer sehe, wenn Metall gebohrt wird. Es wird einfach eine Bohrmaschine genommen, in dem Fall hier eine ganz einfache Akkubohrmaschine. Die wird einfach auf volle Kanne eingestellt und dann wird angefangen zu bohren. Ich mache das hier in dem Fall auch nochmal, bohre nochmal ein paar zusätzliche Löcher. Wir wollen ja den Bohrer auch mal richtig, richtig quälen. Das heißt, wichtige Grundlage beim Bohren von Metall, guckt, was ihr für einen Werkstoff habt, guckt auf die Schnittgeschwindigkeit und dementsprechend findet ihr Tabellen im Internet oder ihr berechnet das und habt die richtige Drehzahl. Und lieber die Drehzahl etwas zu gering wählen als deutlich, deutlich zu hoch. Also das kommt nie irgendwo auf 50 Umdrehungen an, gerade bei so kleinen Bohrern, aber es sollte nicht so extrem abweichen. Das ist eine Riesenbelastung. Der Bohrer hat das hier ausgehalten. Viele andere Bohrer hätten hier schon lange schlapp gemacht. Ein ganz wichtiger Punkt ist wirklich immer, dass ich die Drehzahl an meinen Werkstoff anpasse. Das heißt, ich hatte eben ungefähr 800 Umdrehungen die Minute. Das ist ein V4A, ein 1.4571. Hier brauche ich jetzt 500 Umdrehungen die Minute. Das ist genau der erste Gang bei der Bohrmaschine oder bei dem Akkubohrer. Und damit kann ich hier loslegen. Und jetzt habe ich einen ganz anderen Werkstoff. Jeder, der Edelstahl, Chrom-Nickelstahl, gerade V4A zumal zu Hause gebohrt hat und das mit einer Handbohrmaschine, der wird wissen, wie schwer das Ganze ist. Ich habe hier einen 8,5 mm Bohrer und der bohrt das wirklich mit der richtigen Drehzahl und ein vernünftiger Bohrer. Zwischendurch natürlich immer vernünftig kühlen, bohrt der das wirklich akkurat. Muss man sagen, innerhalb von unter einer Minute habe ich hier eine 8,5 mm Bohrung drin. Es gibt viele, die dann immer unter so einem Video irgendwas schreiben. Das heißt, erstmal verwende ich hier keine Ständerbohrmaschine. Damit ging es natürlich deutlich besser. Das ist ein Fakt. Zweiter Fakt ist natürlich, dass wir hier wirklich einen herausfordernden Werkstoff haben. Ja, und dafür macht der Bohrer das wirklich gut. Und man hat hier auch schon eine deutlich bessere Spanbildung. Man hat nicht die extreme Wärmeentwicklung. Wenn ich hier 2200 Umdrehungen nehmen würde, würde ich den Bohrer wahrscheinlich innerhalb von Sekunden schrotten. So habe ich hier innerhalb von Sekunden eine 8,5 mm Bohrung vernünftig hergestellt. Man hat hier jetzt beim Bohren gesehen, ich habe Kühlschmierstoff verwendet und das sollte wirklich auch der Standard sein. Wenn ich Metall bohre, nehme ich ein gutes Bohr- und Schneidöl, wie ich das hier nehme. Ich nehme immer diese Dosen, weil die halt unwahrscheinlich praktisch sind. Das heißt, das Schneidöl sorgt dafür, dass die Wärme effizient vom Bohrer abgeleitet wird und damit habe ich eine niedrigere Temperatur am Bohrer, vermeide wirklich, dass ich den Bohrer bzw. die Spitze, die Schneiden am Bohrer ausglühe. Das ist auch ein riesengroßer Fehler, das heißt, man bohrt in irgendeiner Form und plötzlich ist da vorne alles am Glühen und der Bohrer ist im Eimer. Wenn ich solche Stahlprofile bohre, dann nutze ich nie Schneidöl. Warum nutze ich das nie? Ich schweiße da meistens hinterher irgendwas an und dann stört mich diese ölige Oberfläche natürlich. Ich muss es wieder reinigen. Stahlprofilrohre, das muss ein guter Bohrer abkönnen bei mir, sonst kann ich sowas nicht gebrauchen. Das ist ganz normal, weil oft bohre ich sowas, dann schreiben mir Leute in Kommentare unter die Videos, nimmst du gar kein Öl? Nee, bei dünnen Profilen nicht. Bei so einer 6 mm Platte würde ich natürlich Öl nehmen. Nehme ich immer diese Dosen, die sind sehr, sehr effizient. Wir nehmen hier die Magnetbohrmaschine und bohren ganz normal hier unsere 6 mm Platten. Ich habe das Ganze vorher natürlich auch noch abgereinigt, damit wir da wirklich auch keinerlei Kühlschmierstoffe haben. Das heißt, das ist hier ein Bremsenreiniger und damit reinige ich die Fläche und dann bohren wir ganz normal Stahl. Und das muss natürlich nicht der Tod für einen Bohrer sein, ist aber eine ganz andere Belastung, da wir halt die Wärme nicht so effizient abführen. Also sollte man auch auf gar keinen Fall machen. Ich mache das in dem Fall hier mit Stahl. Und weil es so schön ist, machen wir es natürlich auch mit dem 1.4571. Man sieht jetzt hier, das ist eine relativ ideale Drehzahl für den Bohrer. Und hier haben wir jetzt auch schon eine ganz andere Spanbildung. Ja? Das ist im Allgemeinen so, auch an der Magnetbohrmaschine. Ich habe hier einen Drehregler, an dem kann ich eingeben, was für eine Drehzahl ich haben will. Ich habe keine digitale Anzeige. Das ist immer der ideale Fall, beziehungsweise ich habe vielleicht auch einen Riementrieb und habe da genau meine Riemenkonstellation, wo ich sehe, so habe ich meine richtige Drehzahl. Das habe ich hier alles in der Form nicht. Das ist halt auch immer so ein bisschen ein Problem in der Hobbywerkstatt.
Werkstatt, dass ich da nie so genau weiß, mit welcher Drehzahl arbeite ich hier eigentlich. Könnte ich das Ganze noch ein bisschen idealer hinkriegen? Hier habe ich aber wirklich auch sehr schnelles, sehr gutes Bohrergebnis. Einmal mit Stahl und das Ganze funktioniert auch mit Edelstahl. Und gerade beim Edelstahl, also beim Chrom-Nickel-Stahl 1.4571, sollte man sowas im Normalfall natürlich nie machen. Wir machen es hier trotzdem. Ich habe das Ganze vernünftig gespannt und das ist ein weiterer Punkt, den wir unbedingt besprechen sollten. Das gehört jetzt sicherlich nicht direkt zum Bohren, aber es sind zwei Punkte, die liegen mir auch wirklich am Herzen. Punkt 1, sicher dein Bauteil vernünftig, wenn du bohrst. Gerade beim Metallbohren treten extreme Kräfte auf. Das heißt, ich habe hier links und rechts eine Schraubzwinge, habe das Bauteil vernünftig gesichert. Da bewegt sich nichts mehr, da kann auch nichts weg, da kann nichts durch die Gegend fliegen. Und gerade bei kleineren Bauteilen auch mit der Handbohrmaschine, aber auch einer Ständerbohrmaschine oder hier Magnetbohrmaschine, sieht man immer wieder Leute, die haben ihr Bauteil da ganz einfach in der Hand und bohren das Ganze. Das sieht man auch bei vielen Videos auf YouTube oder so. Es gibt so viele Leute, die sich da so massiv verletzt haben. Ist wirklich Wahnsinn. Und genauso ist der Punkt natürlich, beim Bohren trägt man keine Handschuhe. Auch nicht diese Montagehandschuhe oder ähnliches. Das ist sowas von gefährlich. Es gab da wirklich so viel massive, schwere Arbeitsunfälle. Bitte die beiden Sachen immer beherzigen. Gerade Metall immer vernünftig spannen, vernünftig sichern und keine Handschuhe beim Bohren von Metall anziehen. Eine weitere große Herausforderung, häufiger Fehler, ist das Bohren von Bohrungen mit großen Durchmessern. Normal sagt man immer, ab 10 mm wird vorgebohrt. Und das ist beim Bohren von Metall schon eine Herausforderung. Ich bohre meistens schon bei 8 oder 8,5 mm oder 9 mm auch schon vor. Da bohre ich vorher schon mal mit einem 5er Bohrer ein Loch rein, einfach weil es schneller geht, weil es effizienter ist. Ich habe hier permanent schon 8,5 mm Bohrungen immer gebohrt, ohne vorzubohren. Das ist sicherlich mit dem Bohrer noch problemlos machbar. Aber es ist schneller, es ist effizienter, mit einem kleinen Bohrer vorzubohren. Und bei sehr großen Bohrungen ist es auch eine extreme Belastung. Man sieht diesen anderen Bohrer hier, den habe ich irgendwann mal schon geschrottet. Den muss ich jetzt vernünftig nachschleifen. Aber der ist vorne auch sehr stark ausgeglüht. Also da muss ich auch einiges runterschleifen, dass ich da wieder einen vernünftigen Bohrer rausmache. Ich habe jetzt hier keine größeren Bohrer, sonst könnten wir den hier auch quälen. Ich habe bisher nur den 8,5 mm Bohrer genommen. Ich nehme hier mal den 10 mm Bohrer, bohre hier einfach mal durch den Chrom-Nickel-Stahl, ohne das Ganze in der Form vorzubohren. Ist hier für den Bohrer auch keine Belastung. Aber bitte beim Bohren immer dran denken, ab 10 mm bohrt man auf jeden Fall vor. Und selbst bei kleineren Bohrungen, bei 9er Bohrungen oder 8,5er oder 8 mm Bohrungen, bin ich ein Riesenfan. Nehmt einfach einen 5 mm Bohrer. Kleiner als 5 mm ist meistens zu instabil. Bohrt euch das vor. Ihr quält euch nicht so. Es geht schneller, es geht effizienter und ihr fordert den Bohrer oder quält den Bohrer nicht so. Wir quälen unseren Bohrer natürlich richtig. Wir bohren hier einfach mal mit 10 ohne Vorbohren und machen das Ganze natürlich auch wieder in unserem schönen Chrom-Nickel-Stahlblech. Normal ist es natürlich Standard, wenn ich Metall bohre, körne ich das Ganze an. Jetzt habe ich hier diese Flow-Step-Spitze und das will ich auch mal in Kurzform zeigen. Das heißt, ich habe einen normalen Spiralbohrer, ein bisschen größer. Wenn ich hier keine Körnung habe, dann ist das eine ganz schön rutschige Angelegenheit. Wenn ich diese Spitze nehme, die kann ich an die Stelle randrücken und dann habe ich da im Prinzip eine feste Fixierung. Also ist schon mal eine ganz andere Hausnummer. Und das ist natürlich schon ein Unterschied. Ich mache mir immer einen Gedanken, wie lange hält so eine Spitze. Das ist immer so ein bisschen, ich muss da mal einen Langzeittest machen, das immer wieder ausprobieren und werde dann natürlich irgendwann nochmal Feedback geben. Fakt ist, ich benutze immer sehr gerne jetzt diesen Automatikkörner und für normalen Spiralbohrer muss ich das Material jetzt nachkörnen. Das muss ich in der Form nicht. Da ist so ein kleiner, minimaler Punkt mit so einem Automatikkörner mehr als ausreichend. Das würde sonst nur, wie gesagt, für so einen 3-4 mm Spiralbohrer, normalen Spiralbohrer mit einer normalen Spitze ausreichen. Und jetzt kann ich hier einfach mal den Versuch nähren. Ich nehme einfach mal einen Akkubohrer, zeichne mir das Ganze an und man sieht, man kann hier genau an der Stelle problemlos anbohren, muss sich auch nicht in irgendeiner Form konzentrieren, dass man da genau an der Stelle bleibt. Wenn man da wirklich sehr genau arbeitet, kriegt man das natürlich auch mit dem Spiralbohrer hin. Hier geht es deutlich einfacher, aber Langzeittest, den muss ich für mich persönlich machen und ob man es unbedingt braucht, ich habe auch immer sehr gerne angekörnt.
Jetzt kommen wir natürlich noch zum versprochenen Endgegner. Das ist Hardox 400. Mein Kumpel Nico von Krempi Baumaschinentechnik, der stellt diese schönen Schweißtische als Bausätze her zum Beispiel und noch viel, viel mehr, der hat Hardox geschnitten. Hardox 400. Hardox ist ein sehr harter, verschleißfester Stahl. Hardox ist eine Herstellerbezeichnung, das heißt so ein Eigenname, wie bei Taschentüchern zum Beispiel Tempo. Und ist aber so ein Inbegriff von einem Werkstoff, den man sehr schlecht zersparen kann, den man sehr schlecht bohren kann. Und den Hardox wollen wir auch bohren. Und das ist natürlich auch wieder ein grundlegender Fehler. Wenn ich mir ein Datenblatt angucke, dann dürfte ich diesen Werkstoff nicht bohren. Das heißt, wenn der Bohrer jetzt kaputt geht, kann ich mich im Prinzip nicht beschweren. Ich wollte ihn trotzdem mal richtig quälen, den Bohrer, bohre hier Hardox. Bin dabei sehr vorsichtig. Das heißt, es wird immer wieder gekühlt, es wird in kleinen Etappen gebohrt. Ich mache das an der Magnetbohrmaschine. Habe mich bemüht, hier eine vernünftige Drehzahl einzustellen. Bemühe mich hier auch mit einem vernünftigen Vorschub zu arbeiten. Man hat vorher gesehen, wie Stahl, aber auch V4A, also 1.4571, damit gebohrt wurde. Und hier quält sich der Bohrer schon. Es wird sehr schnell sehr warm. Ich kühle immer zwischendurch. Trotzdem schafft auch der Bohrer hier das Hardox. Das heißt, Hardox, das ist 4 mm. Es gibt da natürlich ganz andere Materialstärken. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wollte es ausprobieren. Definitiv auch als kleines Highlight. Und weil viele gesagt haben, wo ich andere Sachen gebohrt habe, versuch doch mal Hardox. Ich würde hiermit nicht 10 Bohrungen ausführen, dafür wäre mir der Bohrer zu schade. Wenn ich die ganzen Sachen sehe, was ich hier jetzt mit gebohrt habe, ich habe noch eine zweite Bohrung natürlich gemacht als Referenz, dass es nicht nur einmal geklappt hat, aber im Prinzip, wenn ich die ganzen Sachen hier gesehen habe, da konnte ich den Bohrer schon ohne Ende quälen, konnte sehr viel verkehrt machen und das ist natürlich auch ein Unterschied zu einem sehr, sehr billigen Bohrer und trotzdem hat der Bohrer das alles problemlos weggesteckt. Also sind schon geniale Bohrer und nebenbei haben wir den Bohrer gequält ohne Ende. Der Bohrer hat es in der Form überlebt. Und gleichzeitig haben wir uns natürlich viele verschiedene Sachen angeguckt, viele verschiedene Aspekte, die beim Bohren von Metall ganz wichtig sind und die man wirklich immer beherzigen sollte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen und viel Spaß beim Bohren. Bohrer verlinke ich hier unter. Wen das interessiert, die Bohrer hat mir die Firma Ruco zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich habe diese Werbeanzeige gesehen, habe die einfach mal angeschrieben, habe die angesprochen und die haben gesagt von wegen, also ich habe da einen Kontakt zu jemandem, die haben gesagt von wegen, ja kein Problem, wenn du da gerne was ausprobieren willst, testen willst, stellen wir dir die Bohrer. Das ist aber alles. Ich habe sonst keine Verbindung mit denen oder irgendwas dergleichen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen, habe ich schon gesagt. Bis dann, euer Manni.